Hallo Leute, willkommen zu 10 Easter Eggs über Spiele. Viel Spaß, los geht's. In Gears of War 3 könnt ihr gegen ein riesiges Goldhuhn kämpfen. Damit nicht genug, verspuckt es auch. Are you kidding me? Focus fire on the mutant! Mr. Tots ist ein Einhorn in Red Faction Armageddon, das Laserstrahlen Force. Ohne Scheiß, stellt euch das mal vor. Hier ein Clip. The cultists are entrenched in the surrounding buildings. We've got to clear them out! In Minecraft kann es ab Version 1.2 vorkommen, dass im Titel ein Buchstabendreher erscheint. Oh mein Gott. In Assassin's Creed 2 könnt ihr einen mächtigen Kraken entdecken. Man muss nur etwas länger an dieser Stelle stehen bleiben. Ob es die anderen Teile beeinflusst? Wir werden sehen. In Mirror's Edge läuft eine riesige Ratte die Straße entlang. Eines der berühmtesten Easter Eggs ist in GTA Vice City zu finden. Es ist ein großes Ei, auf dem steht Happy Easter. Das heißt auf Deutsch Frohe Ostern. Mike, der Lügner, taucht in Skyrim wieder auf. Komisch, im Vorgänger Oblivion kam er auch schon vor. Und der spielt einige hundert Jahre vor Skyrim. Der macht mir ein bisschen Angst. In Battlefield 3 auf der Map Wake Island ist sogar ein Dinosaurier-Spielzeug versteckt. Diese Spitzhacke in Skyrim soll eine Anspielung auf Minecraft Vater Notch sein. In Battlefield 3 ist der Rucksack von Faith, bekannt aus Mirror's Edge, versteckt. Ja, und das waren 10 Easter Eggs zu allen möglichen Spielen. Lasst doch einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt auch in den Kommentaren, wieso es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt einen Daumen runter. Und schreibt mir auch bitte in den Kommentaren, wieso ich es schlecht gemacht habe. Und damit ich es im nächsten Video verbessern kann. Danke, dann sage ich nur noch eins. Tschüss, bis